Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch zum Einstieg. Die gute Nachricht ist, Aktien sind billiger geworden und die schlechte Nachricht ist, nicht jeder empfindet es als eine gute Nachricht, dass Aktien billiger geworden sind. Es gibt doch den einen oder anderen von uns, der zittert, wenn die Kurse nach unten gehen, vor allem wenn es etwas abrupter passiert, wie es in den letzten Tagen der Fall gewesen ist. Deshalb aus aktuellem Anlass ein Video zur Frage, wann du zitterst und wann du nicht zitterst, wenn die Aktien bzw. die Börsenkurse fallen. Es gibt meines Erachtens im Prinzip zwei Regeln, die man beachten sollte. Und wenn man die beherzigt, dann sollte das Zittern eigentlich relativ schnell aufhören. Der Grund, warum du eventuell zitterst, wenn die Aktien nach unten gehen, ist erstens, du lässt dich von den kurzfristigen oder du verlierst das Langfristige aus dem Auge. Also als Investoren sind wir eigentlich langfristig orientiert. Und wenn du dich jetzt von den aktuellen Geschehnissen quasi einlullen lässt, vom Medienkonzert bedudeln lässt, Bad News are Good News, dann hast du die besten Chancen, das langfristige Wachstum der Aktienmärkte aus den Augen zu verlieren und dich quasi hier im kurzfristigen Leitfall der Börsenkurse zu suhlen. Und es könnte eben dann dazu führen, dass du etwas Unvernünftiges tust, beispielsweise Aktien zu verkaufen, nachdem sie günstiger geworden sind. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, die eine Rolle spielt, ist, du kaufst Aktien, anstatt dich an Unternehmen zu beteiligen. Klingt jetzt komisch, weil technisch gesehen ist ein Aktienkauf automatisch eine Unternehmensbeteiligung. Aber eben nur technisch gesehen, psychologisch gesehen, nicht psychologisch gesehen, gibt es doch tatsächlich Menschen, die gehen hin und kaufen eine Aktie im Extremfall, weil sie ins Taxi gestiegen sind und der Taxifahrer denen irgendeine Story erzählt hat. Es gibt auch andere, was dann auch nicht unbedingt viel cleverer ist, die kaufen Aktien, weil irgendein Scoring-System ihnen sagt, dass die Aktie eben kaufenswert ist. Und wenn du dann oder wenn du so Aktien kaufst, dann steht die Aktie im Vordergrund, aber nicht das Unternehmen im Vordergrund. Dabei wissen wir doch alle, dass eine Aktie einen Teil des Unternehmens repräsentiert und die Aktie wird langfristig steigen oder fallen mit der Unternehmensentwicklung, ganz konkret mit der Gewinnentwicklung des Unternehmens. Denn nicht umsonst ist ja mein Credo, in langfristig oder in Unternehmen investieren, die ihre Gewinne langfristig steigern, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Mein Name übrigens Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite wachstumswerte.net und aktienfinder.net. Genau so sieht es aus. Und hier geht es ums langfristige Investieren. Wieder ist mir eingefallen, dass ich den Disclaimer nicht habe, aber ich lasse ihn jetzt mal stecken, weil es geht ja hier um fallende Börsenkurse. Und da soll jedem klar sein, dass man mit Aktien noch Geld verlieren kann. Und wie gesagt, es geht darum, wann du nervös wirst und wann du auch Grund hast, nervös zu sein und wann du ja, nicht zittern musst. Es gibt im Prinzip zwei Börsenregeln, die habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt, so die zwei goldenen oder grundlegenden Börsenregeln meiner Meinung nach. Erstens ist, du investierst langfristig. Also, und das zweite ist, du investierst in Unternehmen mit langfristig steigenden Kursen und Gewinnen. Und wenn du diese Kombination aufeinander trifft, wenn du einen Sack voll Unternehmen hast in deinem Depot, die ihre Gewinne langfristig steigern und du den Aktien dieser Unternehmen einfach nur auch lang genug Zeit gibst, dass sich die steigenden Unternehmensgewinne auch in steigende Kurse und steigende Dividenden übersetzen, ja, dann wirst du von der Börse langfristig gesehen profitieren. Macht irgendwie immer noch nicht jeder, obwohl ich es schon zwei, dreimal erwähnt habe, mir völlig unverständlich, aber meiner Meinung nach ist es so. Ich möchte das Ganze noch mal ein bisschen untermauern. Ich habe hier einen Blogartikel zugeschrieben und in dem Blogartikel, da siehst du erstmal hier, wie es an der Börse runterging in den letzten Tagen. Das ist jetzt quasi hier die Wochensicht. Ich mache es dir gerne ein bisschen größer, damit du die Augen nicht so zusammenkneifen musst. Und da siehst du eben, der Nasdaq hat ungefähr 9% verloren, der TecDAX hat ein bisschen mehr als 10% verloren. Also es ist irgendwo zwischen 8 und 10% sind die Kurse nach unten gegangen. Das hört sich jetzt dramatisch an, aber es relativiert sich sehr schnell. Wir kommen jetzt zu dem ersten Fehler, den die Leute nochmal machen. Und es ist, sie verlieren das Langfristige aus den Augen. Da gibt es eine tolle Übung und die heißt Zoom den Chart raus. Wir sind hier in einer Chart-Software, das ist von Investing.com. Hallo Robert an der Stelle, falls du das schauen solltest. Und hier siehst du den
Kursverlauf des DAX, auch jeden anderen DAX der westlichen Welt vermutlich nehmen können. Und du siehst, dass es hier abwärts ging und ja, dramatisch. Also diese Linie hier ist ja sehr viel höher als die. Das heißt, wir haben ja ganz schön an Boden verloren. Es ging nach unten und das sieht hier jetzt schon relativ ja, bedeutend aus, dieser Kursverlust. Jetzt machst du einfach mal die Übung und zoomst dann eben ein bisschen raus. Hier schon auf ein Jahr. Ist vielleicht nicht die schönste Chart-Software, aber für unseren Anwendungsfall reicht das vollkommen. Und dann siehst du eben hier den Kursrückgang vom DAX. Und dann siehst du aber schon auf ein Jahressicht bereits, dass wir hier steigende Kurse haben. Und zwar gibt auch hier ein Lineal, wenn wir das hier ansetzen. Das war es nicht. Ich arbeite nicht jeden Tag mit dieser Chart-Software, wie man hier offensichtlich sieht. Aber entfernen habe ich getroffen. Dann ist das hier das Lineal. Jetzt gehst du von hier nach da. Und dann siehst du, dass wir innerhalb eines Jahres 10% knapp beim DAX gewonnen haben. Und das, obwohl wir jetzt innerhalb der letzten Woche 10% verloren haben, so ungefähr. Und hier siehst du eben schon, wie sich diese doch vom Empfinden her gravierenden Kursverluste doch sehr schnell relativieren. Und wenn wir dann noch weiter im Zeitverlauf nach hinten gehen, hier schlechtes Beispiel, aber hier noch mal weiter im Zeitverlauf nach hinten gehen, dann relativiert sich das Ganze eben noch mehr. Und hier sieht man dann den dramatischen Kursverfall innerhalb einer Woche kaum noch. Und das ist das, oder diese kleine Übung kann man machen, um einfach mal hier die Empfindungen zu relativieren, die man gerade hat, weil das, was wir gerade jetzt in dieser Sekunde, Minute erleben, das empfinden wir natürlich als sehr viel stärker als das, was bereits Vergangenheit ist. Auch wenn die Vergangenheit sehr viel mehr Sekunden und Minuten beinhaltet als die letzte Sekunde und Minute. Ja, so ticken wir halt. Das war der erste Grund nochmal gewesen. Und dann haben wir noch einen zweiten Grund, warum wir eventuell zittern. Und das ist, wir kaufen Aktien anstatt Unternehmen. Da habe ich auch schon mal, ich habe eigentlich zu allem schon mal was irgendwie gesagt, aber hier habe ich nochmal ein konkretes Beispiel. Ich bin momentan nicht mehr, aber es gab eine Zeit, da bin ich oft gefragt worden, ob ich Leverman und den F-Score in den Aktienfinder einbauen könnte. Und ich habe mich immer geweigert und irgendwann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal einen Blogartikel drüber. Und in diesem Blogartikel geht es um den F-Score. Und ich keine Angst, ich lese jetzt nicht alles vor. Ich möchte nur die Grafik hier zeigen. Das, was hier aussieht wie so seismografisches Beben, das ist in Wirklichkeit der F-Score von Johnson & Johnson. Jetzt nicht unbedingt die super volatile Aktie, wenn sie nicht gerade Asbest ins Babypulver mischen oder so, aber normalerweise relativ Langeweiler, kann man schon fast sagen. Nichtsdestotrotz, der F-Score, der hat maximal, hat er, wie viele Punkte hat er? 9, glaube ich. Also der geht von 0 bis 9 Punkte. 9 ist die absolute Oberklasse und 0 wäre natürlich das Gegenteil. Und obwohl wir hier so einen relativen Langeweiler haben, siehst du, dass der F-Score im Zeitverlauf schwankt zwischen 4 und 8 Punkten. Jetzt gibt es vielleicht Menschen, die kaufen, die denken, ja, wenn ich so ein Scoring-Modell habe und das hat jetzt Fürsprecher für sich oder es kam da aus einem guten Hause, von S&P, also Standard & Poor's beispielsweise, dann kann ich mich ja darauf verlassen und dann habe ich ja sehr viel Zeit gespart. Das heißt, ich muss jetzt nicht hier Aktienrecherche betreiben, beziehungsweise mich mit dem Unternehmen weitergehend, tiefergehend beschäftigen. Ich verlasse mich einfach hier auf so einen Score und ich baue mir jetzt ein Depot zusammen, indem ich jetzt nur Aktien kaufe, die jetzt hier zum Beispiel einen Score von 8 haben. Wenn ich das tue, dann kaufe ich jetzt in erster Linie die Aktie und das Unternehmen dahinter verblasst im Prinzip. Das heißt, ich bin nicht davon überzeugt, dass ich Aktien von guten Unternehmen habe, sondern ich bin überzeugt davon, dass die Aktien gut sind, weil sie einen Score von 8 haben. Problem ist natürlich A, dass, wie du hier siehst, dieser Score sich ja laufend ändert. Das heißt, du guckst dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nochmal rein in dein Depot und dann merkst du, dass die ganzen Achter-Scores eingedampft wurden, dass du dann nur noch Vierer, Sechser, Siebener, vielleicht ist es auch Neuner oder eben noch nach wie vor Achter, aber auf jeden Fall, dass dein Depot nicht mehr so hochklassig ist, wie du das angenommen hattest. Und dann fängt natürlich die große Verunsicherung an. Hast du jetzt noch fallende Kurse plötzlich, so wie die letzten Tage, dann wird die Verunsicherung noch größer und dann fängst du an, hier höher zu zittern.
Und das sollte eben nicht sein. Deshalb legen wir hier ja auch großen Wert auf die Aktienanalysen, weil wir uns eben an Unternehmen beteiligen wollen und nicht einfach nur in Anführungszeichen Aktien kaufen. Da wäre ja dann das Premium-Beispiel an der ganzen Geschichte hier das Starter-Depot. Der eine oder andere kennt es ja schon, wo wir ja uns wirklich die Mühe getan haben, was für jeden ETF-Jünger unverständlich ist, wie man sowas nur tun kann. Wir haben Aktien analysiert, also wir haben uns Unternehmen angeschaut, so rum, und haben uns damit beschäftigt, ob diese Unternehmen eine erfolgversprechende Zukunft haben, sodass wir dann von steigenden Kursen und Dividenden zu Recht träumen dürfen, zu profitieren. Und ja, du siehst, dass es doch schon relativ viel war, was wir hier getan haben. Und das kann man natürlich nur machen, wenn es einem Spaß macht. Auch das verstehen viele 100% ETF-Jünger nicht. Ich habe übrigens überhaupt nichts gegen ETFs. Sie sind auch für viele Leute die richtige Wahl. Aber man kann sich halt auch eben für Aktien interessieren und Unternehmensanalyse kann eben auch Spaß machen. Versteht, wie gesagt, nicht jeder. Wenn man aber sowas hat wie hier im Starterdepot, dann hat man sich tatsächlich mit den Unternehmen beschäftigt. Und wenn jetzt die Aktienkurse einbrechen 10%, was ist das schon? Ich habe schon anderes erlebt. Dann weiß man, dass die Unternehmen, die man gekauft hat, immer noch die Unternehmen sind, die zwar jetzt auch Kursverluste erlitten haben, dass die aber nach wie vor erfolgversprechende Investments sind, langfristig gesehen eben. Und damit kann man wieder zurück auf den ersten Punkt, dass du dich nicht einlullen lassen darfst von den kurzfristigen Begebenheiten und Schreckensszenarien, sondern dass du die langfristige Perspektive, das langfristige Wachstum der Unternehmen, das langfristige Wachstum der Aktienmärkte weiterhin im Blick halten solltest. Ist also im Prinzip nicht so kompliziert, behaupte ich mal. Man muss es sich halt nur verinnerlichen, indem man vielleicht hier so einen Trick mal macht mit dem Chart, indem man erstmal hier die ganze Dramatik sich vor Augen führt. Wo haben wir es denn? Letzten 5 Tage oder so, hier 10 Jahre, 7 Tage, hier der letzten Tage und dann einfach mal hier so ein bisschen rausscrollt und dann relativiert sich, wie gesagt, das Ganze. Gut, ich hoffe, dem einen oder anderen jetzt dazu dabei geholfen zu haben, ein bisschen eine ruhigere Hand zu haben und insbesondere nicht unüberlegt auf den Verkaufsbutton zu drücken. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!